Freddy Tiffels, 7:2 gegen Ungarn. Wie würdest du das Spiel sehen? Ich glaube, wir haben ein bisschen langsam angefangen und haben uns dann aber nach dem ersten Drittel gefangen. Haben dann speziell, meine ich, am Ende des zweiten Drittels wirklich mal gut gespielt. Und ja, leider haben wir dann am Ende noch 2 Tore zugelassen, aber ja, ein Sieg ist ein Sieg in dem Turnier. Wir sind super zufrieden mit den 3 Punkten und schauen jetzt nach vorne. Du sagtest gerade am Ende noch 2 Tore zugelassen. Wie ärgerlich waren die? Wurde man dann vielleicht auch noch ein bisschen nervös, dass es doch nochmal eng würde? Ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass es nochmal eng wurde. Ich glaube eher, dass wir so ein bisschen uns schlecht gefühlt haben. Auch Matthias gegenüber hat immer starke Leistung für uns oder hält super für uns. Und dann haben wir dann da ein bisschen im Stich gelassen. Das ist ärgerlich. Aber wie ich schon gesagt habe, die 3 Punkte sind da am wichtigsten. Wie zufrieden bist du selber mit dir, mit deiner Leistung hier beim Turnier? Du hast ja selber noch nicht getroffen, heute aber das 2. Tor wunderbar aufgelegt. Gut, ist ja jetzt nicht immer davon abhängig, ob man trifft oder nicht trifft. Ich denke mal, man kann auch ein effektiver Spieler sein, ohne zu treffen oder auch Vorlagen zu geben. Das versuche ich. Wir sind hier eine Mannschaft und ich glaube, wir kommen über das Kollektiv. Und ich freue mich natürlich, wenn es demnächst klappt. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, freue ich mich über die Siege. Du bist mit München deutscher Meister geworden, war also eine sehr lange Saison für dich. Wie anstrengend ist es, sich dann noch 4 Wochen hier für die Nationalmannschaft auch noch beste Leistung zu bringen? Ja, ich glaube, das darf man nicht ganz unterschätzen und gleichzeitig ist da natürlich auch Vorfreude oder jetzt im Moment Freude aufs Turnier. Ich persönlich habe mich gut vorbereitet, fühle mich gut und deswegen sehe ich das nicht als Riesenbelastung gerade an, sondern eher als Spaß. Du hattest gestern Geburtstag, gestern hattet ihr auch spielfrei. Habt ihr dann mit den Mannschaftskollegen noch ein bisschen gefeiert? Eher nicht, aber also was heißt jetzt feiern? Natürlich wird man Ständchen gesungen und man zelebriert, dass man vielleicht ein Jahr älter ist. Aber alles super professionell und das holen wir dann hoffentlich irgendwann mal nach. Noch ganz kurz, wie enttäuscht bist du, dass dein Kumpel Leon Dreiseitel nicht kommen konnte? Ich habe letztes Mal schon gesagt, ich finde so Enttäuschung so ein krasses Wort. Ich glaube, alle hätten sich gefreut, wenn er gekommen wäre. Und gleichzeitig kann man ihn auch verstehen. Und ohne mit ihm gesprochen zu haben, glaube ich, hat er seine Gründe. Und ich habe schon gesagt, dass wir uns einfach über die Mannschaft freuen, die hier ist. Ich denke mal, wir haben ein super Kollektiv, der Team Spirit ist da. Und wir freuen uns auf die weiteren Challenges. Dann wünschen wir viel Glück dann noch für das letzte Vorrundenspiel. Danke, Freddy. Vielen Dank. Moritz Seider, 7:2 gegen Ungarn. Wie hast du das Spiel gesehen? Würdest du sagen, Pflichtaufgabe erfüllt oder wie war es? Ich denke, erstmal ein sehr souveräner Auftritt. Haben sehr dominant gespielt, haben ordentlich performt und sind jetzt einen Schritt näher Richtung Viertelfinale. Ihr habt früh das 1-0 gemacht und dann war lange Zeit nichts Zählbares. Was war da? Und dann kamen am Anfang des zweiten Drittels ja die 2 Strafen hintereinander. Wie hast du das gesehen? Ist natürlich auch immer schwer. Das heißt, du spielst gegen eine Mannschaft, die nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Die stellen sich da hinten rein, machen jetzt auch nicht sehr viel im Spielaufbau. Und deswegen waren wir vielleicht auch ein bisschen frustriert, was auch, glaube ich, selbstverständlich ist, wenn wir einen höheren Anspruch an uns selber haben. Ja, killen dann diese 2 Minuten 5-3 da souverän. Ohne große nennenswerte Chancen für den Gegner da. Deswegen, das hat uns den richtigen Push in die richtige Richtung gegeben. Wenn man sowas übersteht, muss man dann auch so ein Spiel gewinnen. Ist also jetzt nicht unbedingt schwieriger, dann wieder in Spielfluss zu kommen, sondern nimmt man mehr Schwung mit, ja? Ja, ich glaube, das gibt der Bank nochmal ein bisschen mehr Energie. Die Jungs opfern sich auf, gehen da raus, verteidigen mit Herz und Seele und deswegen müssen wir das dann genauso machen und dann hat es natürlich auch ein, zwei Mal ordentlich geklingelt dann. Ich sagte schon längere Zeit, bis dann das 2. Tor für euch gefallen ist. Das war dann dein Treffer, war das ein Tor des Willens, ja? Ich glaube, der Freddy hat sich einfach auch unglaublich gut in Szene gesetzt, da steht vor dem Tor, sieht, dass er ein bisschen Platz neben dem Tor hat, geht raus und findet dann nochmal mich in der Mitte und ich glaube, sehr, sehr anschauliches Eishockey, was wir da zwischenzeitlich gespielt haben. Du hast da einen richtig großen Jubel Richtung der kleinen Ecke deutsche Fans gemacht. War das auch eine Aufforderung, dass die ein bisschen mehr Support bringen sollten? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, es war einfach ein gutes Gefühl für mich selber.
Nee, eigentlich war da kein großer Hintergedanke dabei. Ja, wie ärgerlich sind die zwei Gegentore, die ihr dann hinterher noch gefressen habt? Ja, ich glaube, das erste Gegentor war auch sehr, sehr ordentlich herausgespielt. Ich glaube, da kann man auch mal ein bisschen Chapeau ziehen, sagen. Haben sie ordentlich zu Ende gespielt. Das zweite Gegentreffer oder der zweite Gegentreffer war ein bisschen unglücklich. Stand mal ein bisschen zu passiv. Aber trotzdem, ich glaube, wenn du 7 Dinger vorne machst, dann war es trotzdem ein sehr, sehr souveräner Auftritt. Ihr hattet zwischendurch 2 Tage frei, da war dann auch in Deutschland der Feiertag, also Brückentag. Konnten deine Eltern dann auch vorbeikommen? Ja, die sind da, die sind die ganze Vorrunde schon da. Wir treffen uns ab und an mal und ist natürlich schön, dann auch Familie in den eigenen Reihen da oben zu haben. Und noch ein kleiner Ausblick, wie weit, meinst du, trägt euch jetzt die Energie? Ja, ich glaube, auch alleine diese 3 verlorenen Spiele haben uns sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, dass wir in die richtige Richtung marschieren. Jetzt ist noch ein anderes Do-or-Die-Spiel gegen Frankreich. Das wollen wir gewinnen, wollen uns auch gar nicht so sehr auf die Ideen konzentrieren, was die da gegen die anderen Teams machen. Wenn wir unser Spiel gewinnen, ich glaube, dann sieht es relativ gut aus. Dann weiter viel Glück und danke. Dankeschön.